Herzlich willkommen zu meinem Video-Tutorial für Joomla. Ich möchte euch heute eine Komponente von Joomla zeigen, eine wichtige Komponente und auch zugleich interessante Komponente, nämlich VirtualMart. Ihr werdet es erraten, VirtualMart ist eine Shop-Komponente für Joomla und mit dieser Komponente kann man ganze Online-Shops errichten. Also vom Kauf bzw. von der Präsentation eines Artikels bis hin zur Kaufabwicklung kann man VirtualMart nutzen. Woher man VirtualMart bekommt und wie das Ganze so aussieht, möchte ich euch heute zeigen. Wir beginnen das Ganze folgendermaßen. Hoppala. Erstmal das Ganze richtig justieren. Folgendermaßen, das Ganze, wir geben das Keyword VirtualMart ein unter Google. Und wir sehen auch gleich, es gibt zwei Seiten, einmal die deutsche und einmal die englische. Wir steuern zunächst erstmal die deutsche an. Und sehen, das sieht nach einer sehr vertrauenswürdigen Website aus. Und hier sehen wir auch gleich das Fenster Download. Wir möchten jetzt VirtualMart noch nicht downloaden, aber wir möchten erstmal gucken, was VirtualMart alles so hat. Wir sehen hier Komponenten für VirtualMart, wir sehen Erweiterungen und so weiter und so fort. Jetzt möchte ich euch noch eine Demo zeigen für VirtualMart. Folgendermaßen, dafür gehen wir jetzt auf die amerikanische Seite, auf die englische Seite. Und gehen dort mal auf Home und geben dort Demo ein. So, folgendermaßen, wir schauen uns das Ganze jetzt einmal im Frontend an. Also sprich, wir sehen uns die Live-Version für den User an oder für den Gast oder für den Käufer, potenziellen Käufer. Und einmal für den Administrator. Wir gehen erstmal in die für den Käufer. Und wir sehen, das hier ist ein ganz normales Joomla-Template mit Artikeln bzw. mit Joomla VirtualMart hinzugefügt. Das sieht alles noch recht. Das sieht aus wie so ein kleiner Online-Shop. Hier sind ein paar kommende Produkte aufgelistet oder tolle Produkte aufgelistet. Hier unten sehen wir Zahlungsmöglichkeiten, wir sehen Service, wir sehen Hotline für Support, wir sehen weitere Menüs, wir sehen hier neue Artikelanlage, wir sehen hier ein paar Genres zur Auswahl, was kann ich eigentlich hier kaufen bzw. was kann ich hier ansehen. Das alles bietet Joomla VirtualMart. Hier haben wir jetzt eine Übersicht für die Kategorien. Wir nehmen einmal mal die Mobile Phones und schauen uns mal an, wie man das Ganze so gliedern kann. Das hier ist jetzt eine Möglichkeit, VirtualMart quasi anzeigen zu lassen. Also sprich, die Artikel, die man dort einpflegt in VirtualMart, in Joomla selbst, kann man nachher so darstellen. Das ist dann eine ganz schöne Übersicht. Der Kunde kann quasi über die einzelnen Smartphone scrollen, gucken, was gibt es hier so Feines und kann sich dann die Details zum Produkt ansehen. So, er kann die Bewertung ansehen zum Produkt, er kann sich hier aussuchen, welche Varianten es von diesem Handy gibt, weiß und schwarz, kann sich die Gigabyte-Anzahl an Speicher aussuchen, sieht den Preis, sieht, Engraving weiß ich jetzt nicht. Er kann hier Bestellungen aufgeben, wie viel er davon haben möchte. Hier unten sieht er, wie viel davon verfügbar ist. Hier sieht er zum Beispiel, in wie viel Zeit oder Tagen das Produkt quasi lieferbar ist. Beschreibung zum Produkt und so weiter und so fort. Wir haben natürlich hier auch einen Warenkorb, wo man den hineinfügen kann, beziehungsweise unsere Artikel hineinfügen kann. Und das Ganze kann man sich dann nachher auch im Warenkorb ansehen. Wir müssen natürlich schon eine Anzahl eingeben, wie viel wir in den Warenkorb packen wollen, damit wir das auch sehen. So, wir aktualisieren mal die Seite. So, das ist VirtualMart für den User, für den Gast. Und jetzt möchte ich euch kurz mal im Admin-Bereich VirtualMart zeigen. Das Ganze ist natürlich nur eine Demo-Version. Deswegen ist es völlig egal. Und wir sehen hier, Joomla hat das typische Content bzw. die typischen Menüs und die ganzen Untermenüs darunter, wie man sie auch kennt. Und dann gibt es die Extension oder beziehungsweise die Komponente, hier leider auf Englisch, VirtualMart. Und in diese Komponente gehen wir rein. Und hier bekommen wir quasi eine Auswahlliste von dem, was wir mit VirtualMart machen können. Wir haben einmal die Einstellung für den Store, also quasi für den Online-Shop an sich, für Name, Beschreibung, alles für Suchmaschinenoptimierung, die User, die dort kaufen können. Natürlich kann man die User von dem Joomla-Login, die registrierten User dort mit integrieren.
Wir haben Produktdetails, wir haben Bestellungen, wir haben Reports, wir haben Lieferungen, Gutscheine, wir haben Herstellerangaben, Hilfe und so weiter und so fort. Das ist alles mit Joomla Virtualmart machbar und möglich. Deswegen bietet Virtualmart eine komplette Anwendung für ein Shopsystem. Und Joomla unterstützt das Ganze noch zusätzlich, weil das Ganze auf Joomla basiert. Ja, ich hoffe, in diesem Tutorial habt ihr einen kleinen Einblick bekommen über Virtualmart, was man damit alles so machen kann, was Virtualmart denn so ist. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß und wir sehen uns beim nächsten Videotutorial, wo ich euch dann quasi zeigen werde, wie man Virtualmart installiert und einrichtet.